die Frauen dann für den Einkauf zu sorgen. Ja, aber dann kannst du noch ein kleines Stück erstmal fahren. Nein, mach ich nicht. Dass ich heute mit dir ein bisschen spazieren gehe. Mit den Einkaufswagen. Mein Gott, die Frau macht mir wahnsinnig. Das ist die Familie GC March aus Garbsen in der Nähe von Hannover. Mama Sabine, 40, vertreibt sich ihre Zeit am liebsten beim Shoppen. Oh. Morgen, Schatz. Boah, das sieht ja richtig gut aus. Ist ja richtig Mühe gegeben. Sebastian ist schon ein romantischer, aber wir sind beide sehr romantisch. Auch wenn es mal Reibereien und Streitereien gibt, aber wie gesagt, das bindet und festigt uns noch mehr. Hallo, herzlich willkommen bei meiner Familie. Ich möchte euch jetzt meine Wohnung zeigen. Das ist mein Wohnzimmer. Jeder ist in seiner eigenen Welt, aber meine ist die richtige. Hier habe ich auch ein Bild von meinem Mann. Der ist Schauspieler und Stuntman. Super, 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 superstar, that's what you want. Jetzt sind wir im Reich von Rudi. Mein Mann. Hier sind seine Kostüme. Da darf keiner ran. Und hier ist die Computerecke, wo er abends immer sitzt und chattet. Das mir nicht so gefällt, wenn dann sitze ich alleine im Wohnzimmer. Die Powermama mit Familienglück tauscht für 10 Tage mit einer frustrierten Hausfrau. Ja, jetzt ist sie weg. Schauen wir mal, wie die Woche ohne sie wird. Bin schon gespannt, was mich erwartet. Und werden wir sehen. Meine Familie fehlt mir. Ich vermisse sie auf jeden Fall jetzt schon sehr. Aber ich bin gespannt. Sabine ist als Erste am Ziel und darf ihre neue Heimat auf Zeit bestaunen. Aufregung pur, mein Herz pochert nonstop. Also ja, und jetzt einfach mal schauen, ne? Oh. Aha. Tja, ist ganz okay. Also ich habe Schlimmeres erwartet. Fotos. Western. Ja, sieht ja cool aus. Wenn das so ein Western-Man ist, ich glaube, dass der auch ein bisschen Spaß versteht, humorvoll, also dass wir eine schöne Zeit zusammen verbringen werden. Nur noch wenige Augenblicke trennen Sabine von der ersten Begegnung ihres Lebens mit einem waschechten Westernhelden. Vorhang auf für die Rudi-Show, inklusive Jackie und Vivian in der Nebenrolle. Ich freue mich, die gleich kennenzulernen. Ja, ich bin gespannt auf die Tauschperson. Ich lasse mich überraschen, aber ich bin es gewohnt, von der Bühne her mich überraschen zu lassen. Bin gespannt und wir werden das Beste draus machen. Hallihallo. Hallo. Grüß dich, Gott. Servus. Du bist Rudi? Der Rudi. Jawohl. Genau. Das ist die Jacqueline. Jacqueline und das ist die kleine Vivian. Traumfrau. Also eigentlich der Frau, wo Rudi sagt, ja. Du bist Schauspieler? Also so hobbymäßig? Nee. Oder so richtig Schauspieler? Richtig, so professionell? Ja, richtig, ja. Ja? Also. Du spielst mir dann was vor und ich darf das dann beurteilen, ob das gut war, schlecht war, ja, oder du wie. Du darfst kritisieren. Also ich bin sehr kritikbedürftig. Aha. Und wie kommt das, dass du abends immer vorm PC sitzt, immer chattest? Ja, ich muss mich ja weiterbilden. Was heißt weiterbilden? Ja, ab einem gewissen Alter muss man sich immer bestätigen. Dann müssen wir mal schauen, dann müssen wir die Woche dran arbeiten, ne? Das Chatten, ein bisschen. Chatten im Internet. Ja, ich muss, ich bin ja das. Das ist nicht gut. Ich bin ja das Honeyboy drinnen. Ich muss ein bisschen. Nein. Die Mädels auf Trab halten. Nein. Ich glaube, das ist viel Getue. Schauspieler halt, ne? Guten Morgen, Kumpel! Raus aus den Fehlern! Wo Rudi jetzt vor der Tür stand, da dachte ich, boah, ich bin jetzt hier im Film oder so, oder ich träume. Ich hab das gar nicht geglaubt. Oh, nein.
Wie definiert ein Soldat guten Morgen? Guten Morgen! Ein schöner Morgen ist, wenn der Käpt'n in das Zimmer eintritt und bleibt! Ich erwarte von meiner Tauschfrau absoluten Gehorsam und absolute Befehlsgewalt über sie. Darf ich noch ein bisschen schlafen? Nein. Es gibt einen Warnruf noch und dann gibt es den Kübel Wasser. Ja. Ich darf noch. Jeden Morgen so geweckt zu werden, nee, das würde ich jetzt nicht so gut finden, aber so ab und zu mal, naja. In Schrobenhausen lernt Sabine, was ein waschechter Macho ist. Ein richtiger Westernheld schiebt keinen Einkaufswagen. So, Sabine. Für den Einkaufswagen? Nö, ne? Tja, natürlich. Wieso soll ich das jetzt machen? Weil ich mit einem Einkaufswagen nicht fahre, wenn die Frauen dabei sind. Ich meine, du kannst doch den Einkaufswagen jetzt ganz normal nehmen und schieben. Nein, mache ich nicht. Wieso das denn nicht? Weil das mein Prinzip ist. Ich denke mal, dass man dann gleich schon von vornherein sagt, ich schiebe den Einkaufswagen nicht, ist schon ein bisschen macho, ja. Ich gehe rein, ich schaue mir an, was für mich interessant ist und die Frauen haben für den Einkauf zu sorgen. Ja, aber dann kannst du noch ein kleines Stück erstmal fahren. Nein, mache ich nicht. Nee, also wenn er schwer ist, ziehe ich mit. Also ich schiebe ihn nicht. Ich nehme ihn dann vorne und ziehe dann mit. Also schieben tue ich ihn nicht. Da nützt auch der ganze Charme von der Sabine nichts. Ja, aber was stört dich daran? Er macht doch, dieser Einkaufswagen tut dir doch nichts. Wenn ihr Frauen euch das Sus kauft und ihr geht hinter den Vorhang, wollt ihr auch eure Ruhe haben, oder? Das kannst du aber nicht damit vergleichen. Doch, und ich will beim Shoppen meine Ruhe haben. Hm. Wenn ich in die Wühlkisten gehe oder wenn ich irgendwo reingehe, ja. Wenn er mit der Familie einkaufen geht, dann geht er erstmal zu seinem Werkzeug oder zu seinen Sachen, wo er gucken möchte. Und da ist die Frau dann für den Einkaufswagen einfach zuständig. Also ja, hört sich schon so ein bisschen lustig an, ne? Verstehe ich wirklich nicht. Also dass du dich nicht, ich weiß nicht, er tut dir doch nichts. Also du schiebst ihn einfach nur und mehr musst du nicht machen. Ja, über das kannst du mit mir nicht diskutieren. Ich mache es nicht. Ich schieb den Einkaufswagen sicher nicht, wenn die Frauen dabei sind. Ja, schauen wir mal. Große Schritte, ne? Du musst ja was spüren. Ich spüre es ja schon. Ja, so soll es ja auch sein. Dass das so anstrengend ist, hätte ich nicht gedacht. Hey, jetzt müssen wir. Komm. Rudi, jetzt bist du dran, ne? Rudi, jetzt kommst du dran. Komm, bist du fertig? Ich mache mir nicht. Aber hundertprozentig, doch. Das war jetzt nur zum Aufwärmen erstmal. Die Leute, die walken, die sind geistesgestört. Ich behaupte nach wie vor, dass Walken ein Deppensport ist. Ich finde, das ist blöd. Das hat mit Sport nichts zu tun, das ist reiner Mord. Ich gehe doch nicht mit Skistecken auf die Straße. Das sind ja keine Skistecken. Ja, das ist für mich sind das Skistecken. Na. Aber 100%. Nee. Wir können von mir aus einen 30 Kilometer Lauf machen, aber walken gehe ich nicht. Das ist für Gehirnlose. Man muss auf jeden Fall Sachen ausprobieren, bevor man wirklich einen Vorteil sagt und Mensch, das ist doof, das mag ich nicht oder das kann ich nicht. Also ich denke mal, man muss es einfach mal probieren und dann kann man immer noch sagen, Mensch, es gefällt mir nicht und ja. Rudi, wir probieren es nur mal. So ein kleines Stück bis zur Ecke. Du einfach nur mal probieren, dass du dann wirklich sagen kannst, Mensch, das macht mir wirklich keinen Spaß. Nur mal probieren. Nein, mach mir sicher. Komm, Rudi. Nein, komm. Mir zuliebe machst du das. Ich mach mich nicht zum Depp. Du machst dich nicht zum Depp. Ja, natürlich. Du probierst es nur mal. Komm, erst mal hierher. Jederzeit abbrechen. Da ist keiner da. Komm. Ich schau bleib auf der Straße. Da sind keine. Komm, Rudi. Ich hab alles abgesperrt, es ist keiner da. Komm her. Sabine, ich weiß nicht, was die Sabine an sich hat. Aber Sabine macht es mit Charme. Und ja, ich weiß nicht, wie weit es noch treibt. Und gehen wir nordisch walken, nordisch walken. Das kann ja jeder gleich. Und alle sind dabei. Nordisch walken, nordisch walken. Und jetzt gehen wir bis da hin, komm. Stechen in der Hand das ganze Land. Ich habe mich deswegen zum Deppen unter Anführungszeichen gemacht, weil ich eigentlich für jeden Spaß zu haben bin.
Obwohl die hübsche Tauschfrau ihm völlig den Kopf verdreht hat, eins kann sich Rudi trotzdem nicht verkneifen: die tägliche Flirtstunde mit seinen Internetfreundinnen. Ja. So. Oh, 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 oh. Jetzt schauen wir mal, ne, Rudi? Oh, oh, oh. Was du da so treibst. Mhm. Da treibst du dich also rum. Ja, das ist mein Reich. Was ist das für ein... Das ist für ein Singles über 40. Du bist doch gar kein Single. Wenn man in einer Beziehung ist oder man ist verheiratet, also finde ich, sollte man nicht in einen Single-Chat gehen. Da hat man einfach nichts zu suchen. Aber du sagst das dann schon, dass du verheiratet bist? Oder erzählst du das nicht? Nee, nur wenn ich gefragt werde. Wieso? Ja, man soll nur reden, wenn man gefragt wird. Und Evelyn sagt dazu nichts? Die kommt selten rauf. Vielleicht will sie gar nicht hochkommen, weil sie genau weiß, du chattest da mit anderen Frauen und das ja. passt ja vielleicht auch gar nicht, wo ich sie natürlich auch verstehe. Ne? Er chattet ja sehr gerne, braucht vielleicht auch die Bestätigung von Frauen und er lässt sich ja auch Telefonnummern geben. Also man merkt ja auf jeden Fall, dass er unglücklich ist innerlich, dass irgendwas nicht intakt ist, dass ihn Evelyn wirklich nicht das gibt, was er eigentlich... möchte. Wenn Evelyn das macht, das ist dann auch okay, wenn sie dann chattet mit anderen Männern, ein SMS bekommt. Ja. Das findest du alles okay, aber das war doch nicht immer so, oder? Nee, das war nicht immer so. Zwischen den beiden sieht es schon sehr ernst aus, ne? Weil ich denke mal, sobald er jetzt wirklich da jemanden gefunden hat, wo es dann wirklich Klick macht, denke ich mal, werden die sich auf jeden Fall trennen. Auch Sabine darf neue Regeln aufstellen. Obwohl Rudi ihrem Charme schon längst verfallen ist und sowieso alles für sie tun würde, ein bisschen was geht doch da bestimmt noch. Ja, also erstens Liebesbeweis. Liebesbeweis heißt, ich habe mir gedacht, bezüglich Internet, dass du dich im Chatroom abmeldest. Sabine, weißt du, ich komm mit dem nicht zurecht. Du, ich weiß nicht. Ich müsste jetzt von dir nur hören, dass du sagst, ja, Sabine, das mache ich. Ja. Okay. Ja, super. Okay. Ich mache es in erster Linie der Evelyn zuliebe und das zweite der guten Freundschaft wegen zu Sabine. Also ich werde auf jeden Fall mit Ihnen noch hochgehen zu dem Computerzimmer und auch mir wirklich anschauen, dass er das auch wirklich löscht. Und ja, dann finde ich das natürlich super, dass er das dann auch wirklich macht. Für Rudi wird es nun spannend. Sabines Überraschung steht an. Endlich mal eine Rolle, auf die er sich nicht vorbereiten kann. Jetzt ist Improvisation gefragt. Der Puls ist auf 200. Mein Blutdruck ist... Kann ich nicht sagen. Das ist... Ganz kleine. Noch ein kleines Stück. Also, dann sage ich, dreh dich um. Und der Spaß beginnt. So, ich habe mir gedacht, Rudi, da du das ja so gerne machst. Die Frauen haben für den Einkauf zu sorgen. Ja, aber dann kannst du noch ein kleines Stück erstmal fahren. Nein, mach ich nicht. Dass ich heute mit dir ein bisschen spazieren gehe. Mit den Einkaufswagen. Mein Gott. Die Frau macht mich wahnsinnig. Die Frau macht mich... Ach. So, es geht los. Komm. Ja. Das machst du gut. Steht dir gut. Bitte kann ich leider auf der Straße. Und, wie ist es so? Ah, ja. Ist doch gar nicht so schlimm, fies. Oder? Es ist fies. Es ist doch nicht schlimm. Es ist echt fies. Ich bin super stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Aber wie gesagt, also... Rudi ist ein Spaßvogel. Man muss wirklich wissen, wie man mit ihnen umzugehen hat. Und ja, und dann denke ich mal, kann man wirklich mit ihnen fast alles machen.
In Schrobenhausen soll die letzte und schwerste Regel umgesetzt werden. Rudi soll seinen Chat-Account löschen und muss sich endgültig von seinen Internetfreundinnen verabschieden. Bist du bereit, Rudi? Okay, drück. Warte. Okay, haben wir's? Das läuft schon. Ja, gut. Es war verdammt schwer. Das ist wie wenn es. Wie wenn's, ja, es klingt blöd, wie wenn's ein Teil von dir löscht. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und war das jetzt schwierig? War das jetzt echt so schwer? Rudi, hm? Ehrlich? Ich habe im Moment ein bisschen überlegt, Mensch, war das jetzt wirklich richtig, was du da jetzt von ihm verlangst? Weil ich habe nicht gedacht, dass ihnen das wirklich so nahe geht. Wenn ich das umsonst gemacht habe, dann muss einer von uns die Koffer packen. Nein, das ist richtig. Das ist also, du hast jetzt den ersten Schritt gemacht. Das ist mein Ernst. Also wenn das nicht fruchtet, dann tut mir leid, dann muss einer von uns gehen. Der erste Schritt ist getan. Den nächsten Schritt musst du Evelyn machen. So hat es geklappt. Rudi. Sabine. Vielen Dank. Es war sehr schön. Vielen Dank. Na, also nett, dass ich euch kennengelernt habe. Du hast deine Rolle ganz gut gemacht. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ne? Und ich gehe also wirklich mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge nach Hause. Und aber wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielen Dank für alles. Ja? Die Sabine konnte uns viel helfen. Sie hat natürlich eine andere Einstellung, eine andere Lebensweise wie wir. Aber es hat funktioniert. Und ich bin dankbar. Sabine darf nach langen 10 Tagen ihre Familie wieder in die Arme schließen. Endlich hat sie ihr Rudi-freies Leben zurück. Oh, ich bin überglücklich, muss ich sagen, weil so die letzten 2-3 Tage gingen doch ganz schön an die Nieren und meine Familie hat mir so gefehlt und also man kann das gar nicht beschreiben, das ist wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag heute, so fühle ich mich und und ich bin so stolz auf meine Familie und ich weiß, dass ich die beste Familie der Welt habe und ich freue mich so. Ich bin froh, dass er endlich wieder da ist. Absolutes Gefühlswirrwarr. Und diese 10 Tage haben mir gezeigt, dass es doch ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Nicht nur die Kinder, sondern auch Sabine. Und ich bin überglücklich, dass es jetzt wieder so ist wie vorher.